So, da bin ich wieder an einem schön verregneten Sonntag. Gestern leider unsere letzte Folge. Wir haben hart gekämpft, das ganze Jahr über alles gegeben. Es ist eine Tierschutzsendung. Da sieht man natürlich nicht das, was wir alles da leisten. Manchmal 12, 14 Stunden jeden Tag. Ist aber primär auch nicht wichtig. Die Tiere sind wichtig. Ja? Das ist, glaube ich, auch sehr gut rübergekommen. Die Resonanz war gewaltig. Und ich merke auch, dass immer mehr Leute sich für Tierschutz interessieren, dass gesellschaftlich ein Ruck durch die ganze Menschen geht und jeder eigentlich auch begreift, Tierschutz geht jeden an. Dann gehen wir natürlich auch noch weiter. Umweltschutz ist die nächste Baustelle. Ja. Warum haben wir jetzt halt eben so einen verregneten, stürmischen Winter? Hat es früher nie so gegeben. Hat alles mit der Klimaerwärmung zu tun. Aber mal zurück zu unserer Sache. Leider sind die Folgen jetzt vorbei. Wir haben letztes Jahr so hart dafür gearbeitet, alle unsere Zeit da investiert. Wir können ja nur bedingt Arbeiten ausführen, denn wir sind alle am Arbeiten, hauptberuflich, irgendwo angestellt oder selbstständig. Das heißt, wir machen das alles in unserer Freizeit, in unserem Urlaub, an Wochenenden. Ich hoffe, dass das auch mal irgendwann anders wird. Wir kämpfen für die Tiere jeden Tag und geben alles. Aber auch wir haben natürlich Grenzen. Ich habe bei mir auch zwei meiner Kollegen, die erkrankt sind. Das ist natürlich auch keine schöne Geschichte. Damit setzen wir uns natürlich auch jeden Tag auseinander und versuchen da auch alles Mögliche zu machen, damit es den beiden Kameraden besser geht. Ja, ich möchte einfach sagen, danke, dass ihr unsere Sendung honoriert habt, indem ihr sie geschaut habt. Jeder kann von euch auch etwas machen. Tierschutz fängt direkt vor der Haustür an. Jeder findet einen Weg, wenn er will, etwas zu tun. Wir werden versuchen, dieses Jahr noch mehr zu tun. Wie wir das umsetzen, weiß ich im Moment noch nicht, da wir da ein zeitliches Problem haben. Wir sind voll bis oben hin voll Projekten. Aber trotzdem werde ich versuchen, irgendwie das noch hinzubiegen, noch mehr zu machen. Das ist natürlich auch eine große Geschichte der Politik. Aber ich glaube, es wird mir schon gelingen. Ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in eurem Sinne oder in diesem Sinne. Bedankt erstmal von all meinen Freunden und auch ein Dankeschön von mir. Ciao.